Herzlich willkommen zu meinem 21. Kurzvideo zu Windows-Grundlagen, Windows-Grundkompetenzen. Und jetzt geht es darum, dir zu zeigen, wie man die Liste der zuletzt verwendeten Dateien und Ordner löschen kann. Dazu öffnen wir mal den Windows Explorer. Da hilft uns die Tastenkombination Windows plus E. Wir sehen, der Windows Explorer hat sich geöffnet. Dann gehe ich zur Registerkarte Ansicht, das ist da hier oben. Dann gehe ich auf der rechten Seite auf Optionen. Dann geht das hier auf. Ich nehme Ordner und Suchoptionen ändern. Und hier habe ich mehrere Registerkarten und auf der Registerkarte allgemein wähle ich da herunten dann löschen und die zuletzt besuchten Dateien, diese Liste, nicht die Dateien selber, sondern die Liste, wird dann hier gelöscht, wenn ich hier auf Löschen klicke. Ja, das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann sicherlich gleich wieder im nächsten Kurzvideo.